Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem nachkommentierten Part von Castlevania's Circle of the Moon. Ja, ich werde es mal mit Nachkommentieren probieren, dass ich jetzt einfach das Video laufen lasse und einfach die extra Tonspur mit einfügen werde. Währenddessen schaue ich auch einfach das Video. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt Möglichkeiten gefunden, wie wir diese Arena in dieser Stage packen könnten. Und zwar habe ich einfach Folgendes gemacht. Ich habe andauernd diesen Gegner hier, den guten Devil, hier permanent zerstört. Aber manchmal hat er auch mich leider manchmal zerstört, weil ich zu dumm war. Am besten könnt ihr den nur mit Weihwasser besiegen. Ja. Und er hat auch einige interessante Sachen gedroppt. Zum einen ist das hier so eine Spiegel-Armor, die um über 100 Rüssi-Werte hochgepusht hat. Und zum anderen auch so ein High-Potion-Dings. Also so ein Heiltrank, das halt 250 Heilpunkte wiederherstellt. Ja, da war ich ein bisschen zu blöd gewesen. Ja, wie gesagt, am besten diesen Kerl nur mit dem Weihwasser versuchen zu besiegen. Weil zum Beispiel mit so einer Axt, da kommt ihr auf jeden Fall nicht weit. Mit dem Kreuz ist das auch noch machbar, aber da verbraucht ihr halt viel mehr Herzen. Und macht dann natürlich auch dementsprechend mehr Damage. Ja, ich glaube, einmal hatte ich das hier noch gemacht. Ich hatte den Anfang ein bisschen rausgeschnitten, weil er halt nichts gedroppt hatte. Und leider ist der Sound der regulären Datei hier abgrundtief schlecht. Aber ich konnte auch nichts dran ändern. Deswegen... werde ich einfach die extra Tonspur, die ich hier habe, trotzdem mit einfügen. Mal gucken, wie das wird. Aber momentan habe ich auch das Problem, dass es bei der... nee, vor der Bearbeitung schon leicht asynchron wird. Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich ein anderes Programm. Vielleicht brauche ich auch irgendwas anderes zum Einfügen. Ich weiß es nicht. Ich hätte schon irgendwie gerne weiter Let's Plays gemacht, aber mein Handy, mit dem ich hier unter anderem dieses Let's Play aufgenommen hatte, ist echt nur noch zum Verzweifeln. Ja, da war ich ein bisschen dumm gewesen und bin aus Versehen runtergesprungen, aber wir kommen noch sehr gut voran. Ja, jetzt dürfen wir auch schon gleich in die Arena kommen. Okay. Ja, da haben wir die Arena schon. Ich denke, ich werde auch ab und an ein bisschen nacharbeiten. So, dass es hoffentlich nicht ganz so asynchron wird. Ich mach mal den Spielsound bei mir ein bisschen lauter, damit ich hier genau abschätzen kann, wegen Gleichmäßigkeit. Ja, da hatte ich das auf jeden Fall nochmal laufen lassen. Für alle, die den letzten Part nicht gesehen haben. Ja, und hier habe ich auf jeden Fall das gezeigt. Da haben wir die Mirror Armor und auch die Tränke und so. Okay. Ja, die ersten Arenen gehen gerade so. Aber diese
Winddämonen, die auch hier zwischendurch mal aufgetaucht sind. Die waren mit am nervigsten hier. Und auch die Stelle, wo ich beim letzten unkommentierten Part gegen die Minotauren abgekackt war. Ja, stirb. Ja, und die kannst du auch echt schlecht ausweichen. Aua. Ja, das hatte mich nochmal getroffen. Ja, und dann habe ich hier auf jeden Fall schön die Kerzen mitgenommen mit den 5 Herzen drin. Ja, jetzt kommen hier diese Steinrüssis. Die gehen ja auch noch zum Teil. Ja. Und diese Devil's Towers, die sind ja sowieso One-Hit. Von daher... Ja, und hier hatte ich gedacht, ich wäre schon längst drüber. Aber da kamen noch 3. Okay. Ja, das sind auch noch so Drecksäcke. Tschüss. So, wer kam denn jetzt hier? Ach ja, die 2 Feuerdämonen. Da habe ich mich, glaube ich, soweit ich weiß, auch ein bisschen dumm angestellt. Ja, ich habe mich auch hier ein bisschen dumm angestellt. Nebenbei. Aber die Knochentürme, die gehen ja. Sind auch nicht gerade die stärksten. Wer kam denn jetzt hier? Ach ja, da sind wir halt einfach so durchgeslidet. Klatsch. Ja, die haben mich auch ein bisschen aufgehalten, quasi. Ja, und vergiftet haben die mich auch wieder, die Drecksäcke. Aber kein Problem, mit einem Antidote ist das natürlich schnell vom Tisch. Ja, da habe ich das Ding nicht mehr bekommen, leider. Und ich konnte mir direkt noch ein zweites nehmen. Und weg ist er. So, jetzt dürften eigentlich die Minotauren kommen, oder nicht? Ach nee, stimmt ja. Na, die habe ich auch relativ schnell erledigt gehabt. Die gehen jetzt sogar mit dem Tackle One-Hit. Ja, da sieht man's. Da habe ich halt versucht, ob ich noch irgendwie an Halsholz farmen kann. Aber da war nichts. Aber ist schon lustig, dass man auch das machen kann. Ach, ein Spice Meat hat er gedroppt. Aber ich muss auch zugeben, ich habe keiner von diesen High Potions verbraucht. Weil das war echt gar nicht mal so unnötig gewesen. Weil ich ja diese Mirror Armor farmen konnte. Ach ja, jetzt kommen ja diese Viecher noch. Ich glaube, einer von denen hatte mich sogar gekriegt. Sodass ich... Ja. Schnell einen Cure Course nehmen. Und weiter geht's. Ach ja, ich hatte auch schon 2-mal Fleisch genommen. Also die geringe Portion. Ah, da hat er noch einen High Potion gedroppt. Zack. Zack. Stirb. Okay. Ah ja, jetzt kommen die Minotauren. Die haben mich halt ein bisschen aufgehalten. Und jetzt müssen natürlich die blöden Nachbarn wieder ein
bisschen rumtänzeln. Aber es kann mir auch relativ egal sein. Oh, Level Up. Ja. Ja, das sind echt fiese Gegner, die man echt nicht weiß, wie man die ohne Damage besiegen soll. Aber bestimmt soll es ja diesen Cracker geben, Shadow Surge, oder wie der hieß. Ja, da hat er mich nochmal getroffen. Ja, da hat er mich auch nochmal getroffen. Und da hat er mir nochmal einen Spiced Meat gedroppt. So. Jetzt stirb. Ja. Ja, ich glaube den anderen. Ja, okay. Der stirbt jetzt eh. Stirb. Ja, und leider war dann der Rest der Arena leider lächerlich einfach. Da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Ja, jetzt habe ich mir auf jeden Fall alle Spiced Meat schon mal im Voraus benutzt. Aber wie gesagt, der Rest ist leider nicht sehr schwer. Es kamen halt nur noch diese Armors. Und dann der Gegner vom Anfang des Parts. Die waren echt alle... Ach ja, die kommen noch. Die scheiß Sokobus-Dinger. Boah, ist das mies. Manchmal weiß er echt nicht wohin. Ah, die haben noch einen Hard Mega gedroppt. Und wie ihr auch gesehen habt, ich habe natürlich auch ein bisschen gelevelt bei meinem neuen privaten Spielstand. Ich musste meinen neuen Spielstand anfangen auch, weil der alte war irgendwie weg. Beziehungsweise ich habe ihn gelöscht bezüglich des Let's Plays, was nur bis Part 19 gelaufen ist. Privat habe ich auf jeden Fall auch noch alles an Zeugs geholt. Und... Ja, jetzt geh nochmal drauf, Mensch. So. Ich habe mich erstmal um diese komischen Demon Lords gekümmert. Und dann um diese komischen Pflanzen. Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Auf jeden Fall so eine Rose. Ach, eine Araune ist das. Aber da habe ich auf jeden Fall irgendwann die Schwäche erkannt, dass ich den über 100 Schaden abziehen konnte. Na, jetzt habe ich hier nochmal was benutzt. Blub. Und ein paar Potions. So, macht er das jetzt? Ja. Aber man kann auch einfach näher an den Rand gehen, solange euch diese Wurzeln nicht treffen, die aus dem Boden rauskommen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich einfach hätte springen müssen, um seine richtige Schwachstelle zu treffen. Bum, 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 bum. So. Jetzt kommen noch zwei weitere Räume. Ach nee, das kommt noch. Bom, 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 bom. Bam. Bom, 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 bom. Hyena. Aber jetzt dürfen die Amos kommen. Devil Armor. Eine Teufelsrüstung. Und er hat auch nochmal was gedroppt. Fand ich sehr gut von denen. Und leider hat er halt nur eine Steel Armor gedroppt, die halt wesentlich schwächer ist als die Spiegel Armor. Ja, jetzt kommen noch zwei Räume. Und dann sind wir auch schon fertig. Okay, da waren nur drei Stück von denen. Und jetzt kommt der letzte. Da kommt der. Der Sack.
Aber der war auch leider lächerlich einfach gewesen. Aber gut, einmal hat er mich getroffen. Aber da könnt ihr ruhig mit dem Kreuz rangehen. Ja, weil ich zu dumm war. Okay. Und dann bekommen wir eine wertvolle Belohnung. Die Shining Armor. Warum das mit 2-1 geschrieben wird, ist mir ein Rätsel. Aber da seht ihr schon, wie hoch das die Werte pusht. Gut. Aber das ist ja relativ lächerlich. Weil ich habe hier Dracula auch in meinem Let's Play so besiegt. Auch ohne den DSS-Cards. Und ich bin dann halt nochmal reingegangen. Aber das können wir jetzt dann rausschneiden. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Falls ich dann hoffentlich nochmal mit einem Projekt beginnen sollte. Aber leider wird Super Adventure Island 2 doch nicht kommen, weil diese Seitenanroms, die hat auf jeden Fall jetzt einen Bann erhoben. So nach dem Motto, wir dürfen dann nichts mehr runterladen. Aber ich habe noch zwei andere Spiele von Castlevania im Blick. Die hat mir ein guter Freund von mir auf jeden Fall noch mitgegeben. Aber ich verabschiede mich jetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.